So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Ja, wir sind wieder da. Wir wollen einen Mord rächen, beziehungsweise herausfinden, wer ihn getan hat. Und wir haben diese einsame Hütte gesucht und nicht gefunden. Aber jetzt könnte das die Hütte sein, wo der Rotschopf sich versteckt hat. Weil der Letzte ist, der quasi, ja, mit allem zusammenhängt und diesem Tatwerkzeug gesehen wurde. Und ich würde sagen, dann werden wir doch mal gucken, ob er hier ist. Vielleicht ist er ja gar nicht hier. Er ist nicht hier. Okay. Shit. Okay. Dann brauchen wir eine andere Hütte nördlich am Waldesrand. Eine bessere Beschreibung haben wir nicht. Wir wissen, die ist es nicht. Wir wissen, die ist es nicht. Dann können wir ja eigentlich nur hier hinten mal weitergehen, ob da mehr Hütten kommen. So ein Dreck, ich war mir so sicher, dass es die ist. Oh, so viel Mohnblumen. Ich kann nur nicht so viel tragen. Ich überlasse mich gerade die ganze Zeit selber, das ist dumm. Ehrliches Wetter, oder? Ich hoffe, die Wettereffekte werden im zweiten Teil wesentlich besser, nicht? Also hier mit Sonne, kaum Wolken, aber Starkregen. Oh. Dann nicht. Da sind noch Hütten, aber die sind auch zu weit weg, nicht? Er hat ja gesagt, verlassene Hütte. Vielleicht ist die auch im Wald. Wir müssen noch weiter aufdecken. Aber hier waren wir doch nicht. Bei den Rehen, da hinten haben wir doch die Hasen gejagt. Und die Wildschweine. Ich mag einfach die Gesamtgeräuschkulisse. Problem ist halt, dass man diese Hintergrundgeräusche nicht wesentlich lauter stellen kann, ohne alle anderen Geräusche wie Schläge und Co. auch übertrieben laut zu haben. Das ist dann wie im Film und Fernsehen, wo denn manche Sachen einfach so laut sind und man sich so denkt, boah, muss das denn sein? Können die das nicht vernünftig abmischen? Aber nein, kriegen sie nicht hin, warum auch immer. Ich finde, selbst im Kino ist es nicht gut abgemischt. Also deswegen war ich da auch seit Jahrzehnten nicht mehr. Ich hatte noch nie eine Kinoerfahrung, wo ich gesagt habe, wow, ja, deswegen gehe ich ins Kino, geil. Da muss man, glaube ich, auf lauten Krach stehen und Geschrei und Bengo Bongo. Aber ja, meins war es nie. Und das ist auch nicht die verlassene Hütte, die wir suchen. Löwenzahn. Ah. Die Nadel im Heuhaufen. Ein Rad wäre praktisch, nicht? Also Pferd, okay, aber ein Rad, das könnte man hier gut gebrauchen. Ich finde sowieso, ich glaube bei GTA gab es mal eine Zeit lang ein Rad, nicht? Aber da hast du ja auch an jeder Ecke ein Auto. Ich fände so ein Spiel, wo man eher so auf dem Rad fokussiert reisen muss, eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, es gibt dieses eine Spiel, wo man irgendwie ein Briefträger ist in Japan, der in einem Dorf umherfährt. Aber das war's dann irgendwie. Oder eine Frau, die da umherfährt. Irgendwie so. Das Problem ist, wenn wir überladen sind, wir können nicht wirklich was wegwerfen. Weil die Sachen, die was wert sind, die können wir nicht wegwerfen. Vielleicht müssen wir uns von so einem Schwert, obwohl 3-3, unsere Axt ist echt schwer. Aber sie hat uns in der einen oder anderen Situation schon das Leben gerettet. Der Warhorse Gambeson ist das Problem. 12.
Aber ich glaube, der macht halt auch viel aus. Ja. Er macht viel, viel von der Rüstung aus aktuell. Die meisten Sachen wiegen auch nichts. Oder nicht so viel. Mohn ist sogar weniger wert als Löwenzahn. Okay, gut zu wissen. Oh, das Wildschweinleder. Oh, das hier ist schwer. 4, aber okay, haben wir nur 1 von. Ich dachte, wir haben mehr davon. Der leere Vogelkäfig wiegt 2. Und das 3-mal. Oh. Oh. Das sind 6 alleine. Ja, das geht relativ schnell. Okay. Ich glaube, wir müssen mal wieder ein Bier trinken. Das kann dauern, bis wir diese Hütte finden. Wenn wenigstens in so einem Bereich angegeben wäre, nicht, wo eine Hütte sein könnte. Aber hier ist ja gar nichts. Ich glaube kaum, dass hier was sein wird. Also außer Probleme vielleicht. Da sind noch Hütten, aber die sehen nicht verlassen aus. Boah, hier ist der Wald richtig dicht. Hier kommen wir gar nicht mehr rein. Shit. Oh, die sieht auch gut aus. Also du bist auch wieder nur ein Schuppen, nicht wahr? Ah, du bist nur ein Schuppen. Okay, da kommen wir auch nicht durch. Ah, die Büsche sind so dicht in dem Spiel. Aber da fände ich cool, wenn man das mit zum Beispiel einer Axt umaxten könnte. Hallo, wo bist du Hütte nur hin? Das ist der Uschitzer Wald. Wald zwischen Uschitze und Neuhof. Und da im Norden, okay. Also dem Weg entlang wahrscheinlich. Weil es wurde Uschitzer Wald gesagt. Im nördlichen Teil. Am Rand. Hast Glück, wir sind überladen. Hoffentlich kommt hier nichts aus dem Brennnesseln gesprungen am Wegesrand. Und aus den kleinen Büschen. Oh, da ist doch was. Sieht zumindest verlassen aus. Hallo, hallo. Ist jemand zu Hause? Interessanter Ort. Oh. Hoffentlich kein Bär. Oh, Bivius Zornestrunk. Dietrich. Groschen. 72. Ein Silberkelch. Wow. Okay, die Höhle habe ich auf jeden Fall noch nie gefunden gehabt. Höhlenpilze. Okay. Häuser mit Keller. Interessant. Und noch ein Waldgarten. Augentrost. Ja, das gehe ich alles jetzt nicht absammeln, nicht? Aber Kiste konnte ich nicht Nein sagen.
Finde ich aber interessant. Ich habe das Spiel bestimmt schon 3 oder 4 Mal bis zu dem Punkt gespielt und die Wälder erkundet. Und immer andere Sachen gefunden, an anderen Stellen. Also Wiederspielwert ist auf jeden Fall relativ groß. Nein, das ist keine verlassene Hütte. Okay, Glück gehabt. Wir müssen weiter nach Norden. Es wird doch schon wieder Nacht, kann das sein? Shit. Wir sind immer noch überladen. Das wird auf jeden Fall super spannend. Ist da eine Hütte? Das ist auch irgendwas, oder? Oh, man sieht gar nichts mehr. Aber wir hatten doch eher morgen. Ja, es ist ja erst 10 Uhr. Mann, ist das dunkel. Leim vom Gewitter. Okay, das ist nur mit dem Hintergrund und den Bäumen sieht es aus wie ein Haus. Ist aber dann gar keins. Oh, heftige Gewitter. Da sollte man eigentlich nicht im Wald sein, oder? Weiß nicht, ob das hier so gesund ist. Da ist da irgendwas, oder? Ist da wieder Fata Morgana. Ah, Fata Morgana. Die Regentropfen, sieht das teilweise denn so aus, als ob da irgendwelche Strukturen sind? Aber da ist gar nichts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das gerade richtig mache. Wir laufen jetzt schon 12 Minuten hier rum. Ich hätte echt gedacht, die andere Hütte ist es. Dann hilft auch nicht, wenn ich hier reite, ne? Aber ich glaube, das Pferd kommt hier auch kaum durch überall dann. Schnellreise können wir nicht machen. Okay, noch mehr aufgedeckt. Aber hier kommt doch nichts mehr, oder? Kann mir nicht vorstellen, dass er hier oben ist. Also hier hätte ich wenn, aber da waren wir ja. Hier waren wir, da war nichts. Nicht, das war unser Lager. Da war das andere Lager. Da war auch nichts. Hier sind wir auch lang gelaufen, hier war nichts. Hier könnte noch was sein, aber das ist nicht der nördliche Teil, würde ich sagen. Da waren die Kumanen. Da waren die Hirsche. Und hier schon Talmberg. Da waren wir beim Jäger schon mal. Ich meine, er könnte auch noch hier sitzen. Vielleicht ist das gemeint, nicht? Zwischen Neuhof und Uschitz. Uschitz ist hier. Ah, dann vielleicht eher da drüben. Schwierig. Hab auf jeden Fall irgendwas gehört. Das kann auch Rehe sein. Solange mich nicht ein Wolf überfällt, alles gut. Also ein Scheißwetter am Tag.
Ich glaube, die spannenden Sachen sind auch eher ein bisschen weiter drin noch, ein paar Meter. Ich glaube, hier finden wir kaum noch was. Okay, ich versuche mal, ob wir reiten können. Komm auf jeden Fall aufs Pferd drauf. Das ist ja schon mal was. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Und kommt einst die goldene Herbsteszeit? Ach nee, das ist mal ein anderes. Oha. Oh no. Ist das eine Pferdefalle? Nee, ein Grab, nicht? Ah, super, wieder ein Grab entdeckt. Wir haben keine Schaufeln. Hier ist nichts im Wald. Keine Hütten. Kein Gornischt ist hier. Aber es ist ein riesiger Wald, nicht? Also wenn man das mal mit Wäldern in anderen Spielen vergleicht, da stehen dann vier Bäume und das nennt sich dann Wald. Hier reiten wir schon jetzt ein paar Kilometer. Okay, hier ist maximal Nord. Okay, das heißt, das kann nicht der Wald gewesen sein, der gemeint war. Ja. Na, dann raus aus diesem Wald. Na? Hallo, Pferd? Es läuft nicht mehr. Hä? Okay. Das einfach wollte eben nicht mehr. Manchmal ist es merkwürdig. Der Wald ist auf jeden Fall sehr ausgeprägt. Aber auch sehr flach, nicht? So ein bisschen abschüssig, aber nicht... Ist wie das Grab, nicht? Nicht zweimal zum gleichen Grab gerannt. Sehr faszinierend. Hier wären Hütten. Da wäre Uschitze. Ne, ich will jetzt eigentlich... Ja, nach Südwesten, ne? So ein bisschen. Eher Westen bin ich nach Uschitze rein. Da wollen wir später hin. Ja. Oha. Sieht fast so aus wie draußen gerade. Ob es eine Wahrscheinlichkeit gibt, vom Blitz getroffen zu werden? Wäre lustig. Uschitze. Okay, da waren wir auf jeden Fall am Rand von Uschitze jetzt. Da wollen wir so ein bisschen drumherum reiten, würde ich sagen. Und da ist doch eine Hütte. Am Wald. Kann es die vielleicht sein? Ich habe sie ja spät. Wenn die es nicht ist, boah. Die sieht ja auch nicht verlassen aus. Aber da rechts war noch eine, die meinte ich eher. Da hinten. Das sind, glaube ich, hier alles Bauernhöfe, ne? Hm. Ja, mecker nicht, da ist ein Teich. Ah, das sind die, die wir schon kennen. Ja, hier waren wir schon auf jeden Fall.
da. Ich mag solche engen Wege hier nicht. Unfallort. Ja, will ich jetzt auch nicht. Rüber. So. Das ist der andere nördliche Teil. Dann muss die Hütte ja hier sein. Ah, da kommen wir nicht durch. Scheiß Gestrüpp. Im Wald ist auf jeden Fall trockener. Aber hier waren wir, nicht? Genau, das ist das Jagdgebiet. Den Weg sind wir neulich erst lang. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt nur nach Norden Richtung. Vielleicht brauchen wir mehr trinken. Prost! Oh. Was ist das? Das war mal eine Hütte. Ja. Da haben wir irgendeinen Stein wieder. Ein Bildstock. So, und von hier nach Norden. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Koboldhaus. Okay. Vielleicht für eine Quest oder so. Oh, das kennen wir doch. Thaimberg. Oder? Ja. So, dann lesen wir jetzt nochmal die Quest. Ich musste nichts weiter tun, als den Köhler in die Mangel zu nehmen. Er verriet mir, dass Rotschopf in einer verlassenen Hütte am nördlichen Rand der Wälder in Richtung Uschitze verkrochen hat. Also nördlicher Rand der Wälder Richtung Uschitze. Und das von dem Köhlerlager, das kann doch nur hier sein, Richtung Uschitze. So. Das heißt, an dem Fluss entlang. Werden wir einfach mal langreiten. Vielleicht bin ich auch schon dreimal vorbei und habe sie einfach nicht wahrgenommen. Weil die so klein ist oder irgendwas. Kann natürlich auch sein. Dass da irgendwo was nicht passt. Angelplatz. Ich will jetzt aber nicht angeln. Ja. Ich suche eine Hütte. Da ist noch eine Hütte. Ah, Gestrüpp.
Nee, es ist nur so ein... Doch, das ist eine Hütte. Nee, ist nur ein Heuspeicher. Okay. Zu früh gefreut. Man, gut, er versteckt sich ja nicht. Von daher es ist halt auch ein scheiß Wetter für Weitgucken, um irgendwas wahrzunehmen, nicht in den Wäldern. Ich dachte ja, irgendwann hört der Regen mal auf, aber leider, ich glaube, heute hat sich's eingeregnet in dem Spiel. Oh. Ja. So, das heißt, die sind wir jetzt auch abgelaufen. Da oben wären welche, aber das wäre nicht Richtung Uschitze, oder? So weit nördlich? Nee, das wird schon hier irgendwo sein. Und jetzt einfach den Weg entlang. Ich reite gerade falsch rum, nicht? Hat mich irgendwie umgedreht. Ich dachte schon, wir bauten dann zweimal... So eine verschissene kleine Brücke hintereinander, wo das Pferd kaum rüberkommt. Aber es ist nur eine. Ich hätte ja auch mit irgendwie im Dunkeln wenigstens mit Licht oder sowas erwartet. Ah klar, ja gut, aber er muss sich ja auch auf was kochen. Aber er will sich natürlich auch verstecken, deswegen wird er vielleicht vorsichtig ihr Licht anmachen. Immerhin haben wir Reiten eine neue Stufe erreicht. Hey, das sieht doch gut aus. Da ist auch wieder nur dieser Schuppen. Ist ja auch keine Hütte. Guten Tag. Ich finde wenigstens in so einem Gebiet wäre geil, wenn das markiert würde, nicht wahr? Okay, hier hat irgendwas gebrannt. Interessanter Ort. Okay. Das heißt, hier kann man wahrscheinlich irgendwo graben oder so dann. Oder es gibt eine versteckte Kiste. In der Mauer oder so. Aber gut, wir sind eh voll. Ich könnte jetzt nichts mitnehmen. Wenn es sowas wie Fleisch ist, wäre es echt bescheuert. Kommen wir auch nochmal später wieder, würde ich dann sagen. Ey, ich drücke mal C statt X. Das X liegt halt so weit, wenn ich meinen Finger einfach eine Runde mache, komme ich immer aufs C anstatt aufs X. Das ist halt echt ungünstig. Das wird auch kein Wegweiser hier stehen zur verlassenen Hütte, nicht? Hm. Ja. Wir können auch nochmal zum Lager zurück. Da ist irgendwas links. Das sind die beiden. Warte, wir gucken da nochmal. Hier habe ich es ja doch irgendwie übersehen. Oh Mann. Diese Büsche. Hol euch doch der Blitz, blöde Büsche. Ja, was haben wir gemacht, die Folge? Wir sind nur durch den Wald geritten. Aber hey, wir haben vier erkundet. Die sieht halt nicht verlassen aus, ne? Das war die, wo ich die eine Nacht unterkommen wollte.
Pferd, spring doch, hallo. Oh mein Gott, es hängt halt einfach gerade. So, bringen Sie mal ein paar Minuten ins Trockene. Die Tür war hier zu, nicht wahr? Das heißt, das wird's nicht sein. Komm her, wir reisen weiter. Und die Wälder hier haben wir eigentlich doch gut abgegrast. Meine Hütte ist, kann schon klein sein. Kein Schlafplatz. Sehr schade. Was war dieses Wilderer-Ding? Also wenn ich mich ganz ehrlich erinnere, und deswegen bin ich vorhin auch eigentlich hier hinten lang, dachte ich, es war hier hinten. Aber da war es ja nicht. Die Sache ist die, hier waren wir nicht und das Lager, was da war, war in den anderen Spielständen da unten, weil die umherziehen. Vielleicht ist es hier und ich bin hier vorbei. Oder... Nördlich ist eine Falschangabe und er ist da oder so. Weil da war eine verlassene Hütte. Dann wäre aber wirklich hilfreich, wenn die irgendwie so... Ich meine, wir haben von jemandem erfahren, wo er sein kann. Und dann wäre es gut, wenn das irgendwie wenigstens ansatzweise markiert würde, nicht wahr? Oh, wir können sogar schnell reisen nach Uschitze, obwohl wir noch nur am Rand waren. Okay. Sehr viel unerforschte Sachen, da kommt noch einiges auf uns zu. Nicht mal Banditen sind uns begegnet. Wofür ich natürlich dankbar bin. Ich würde sagen, wir reiten erstmal nochmal zu den Lager. Wir haben ja nicht mit dem Redelsführer gesprochen. Vielleicht kann der uns eine genauere Angabe geben. Die sind nicht mehr hier. Die sind da rechts. Okay. Nicht, dass er von ihrer Position aus nördlich meinte. Oder der ist in jedem Spielstand in einer anderen Hütte, je nachdem, wo man die Köhler anspricht. So, wir müssen Tacheles reden, Köhler-Zwilling. Wo ist euer Redelsführer?
Der wollte nicht mit uns reden. Wortführer. Gott sei mit dir. Ich suche nach Rotschopf. Einer der Männer wollte mir sagen, wo Rotschopf steckt. Ich suche nach Rotschopf. Ich suche Rotschopf. Einen Stallburschen aus Neuhof. Und warum suchst du ihn nicht beim Gestüt? Er war dort. Aber jetzt soll er sich bei irgendwelchen Köhlern verkrochen haben. Und wo hast du das her? Egal, jedenfalls haben wir hier keinen Rotschopf. Versuch's woanders. Ah, das funktioniert nicht. Also, wo steckt der? Der jetzt? Wenn du stromaufwärts gehst, stolperst du ganz sicher über ein paar Köhler. Aber Köhler findest du überall, wo es Bäume und Wasser gibt, also... Das wird nicht funktionieren. Nun, dann höre ich mich woanders um. Gut, Brand. Gut, Brand. Dann viel Glück. Ja, wir müssen vorher duschen. Dann haben wir da 2 Punkte mehr. Wir sind so dreckig. Wir waren ja über einen Tag jetzt im Wald. Haben wir Hunger? 93 satt, nee, wir sind noch immer vollgefressen. Aber die haben nichts zum Waschen hier. Oh. Na gut, ich glaube, hier riecht's eh so stark, dass es egal ist, ob man gewaschen war oder nicht. Ungünstig. Und versuchen wir es mal, wenn wir ihn nochmal ansprechen. Einer, der in der Welt wollte mir sagen, wo Rotschopf steckt. Du solltest ein Auge auf deine Männer haben. Einer von ihnen bot mir gerade an, mir zu verraten, wo ihr den Stallburschen versteckt. Was? Dieser Gauner. Um den kümmere ich mich. Also versteck dir ihn hier. Hör auf mit den Possen und sag mir endlich, was du weißt. Ich muss ihn sprechen. Ich verstehe ja. Hör mal, es haben sich auch andere nach ihm erkundigt. Und es war ziemlich offensichtlich, was die wollten. Sie sahen wie Halsabschneider aus. Räum sie aus dem Weg, dann sage ich dir mehr. Okay. Ich musste mit ihm reden. Also das ist ja in der Quest 0 hervorgegangen, nicht? Dass ich mit dem Wortführer nochmal reden soll. Da stand nur, er ist nördlich. Aber nicht, rede mit dem Anführer. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich muss zuerst mit Rotschopf. Sie sind bereits tot. Nee, ich weiß nicht, wo sie sind. Aber ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Ständig krauchen sie hier irgendwo herum. Ihr Versteck muss in der Nähe sein. Sie sind vom Osten gekommen, über die Brücke. Haben dann den starken Mann markiert und sind auf demselben Weg zurück. Ich kenne in der Richtung nur einen Ort. Und der wäre... Es gab da ein Lager zwischen hier und den Köhlern im Osten. Dort sind sie wahrscheinlich. Wir führen dich hin. Na gut. Einverstanden. Ich suche sie. Die Worte eines wahren Mannes. Komm wieder, wenn du sie erledigt hast. Dann reden wir. Möge Gott über dich wachen. Okay, Spiel wurde gespeichert. Jetzt wird auch das Gebiet markiert. Oh, Mann. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall eine nicht so geile Quest-Design auch mal wieder gewesen, nicht? Hätte die Quest gesagt, rede zuerst mit dem Wortführer, dann wäre ich auch zum Wortführer gegangen. Aber nein, die Quest sagt, man ist hier, er befindet sich nördlich am Waldesrand. Nein, dann sagt auch, rede mit dem Wortführer. Weil ich dann erst herausfinde, wo er ist. Eventuell kann man ihn durch Zufall doch finden, aber... Ah, Pebbles, nein. Ich wollte nur aufsteigen. Da wir aber Leute erschlagen sollen, würde ich sagen, reiten wir erstmal nach Ratai. Andererseits ist Talmberg nicht weit weg. Eine Unterkunft, ein Jäger und noch ein unerforschter Ort. Das dürfte ein Badehaus sein. Ist halt echt weit weg, nicht, Ratai? Und ich will jetzt nicht durch unbekanntes Gebiet. Andererseits, hier kriege ich nicht so viel Geld dafür. Eigentlich müssten wir jetzt südlich durch den Wald.
Ja. Dann machen wir das auch. So. Können ja querfeld ein. Oh, hört der Regen endlich auf. Die Sonne kommt heraus. Die Vögel zwitschern. Halleluja, dass ich das noch erleben darf. Ein Sühnekreuz. Birkenwälder. Oh, was haben wir denn hier? Hab ihn noch gehört. Ah, da will ich auch später hin. Wir wollen nach Süden, nicht? Ich reite viel zu. Und jetzt regnet's wieder. Ah, klasse, ich bin in die Regenwolke zurück. Hallo, normaler Mensch. Willkommen, willkommen. Ich glaube, die Wege führen immer hin und her, nicht? Wir müssen wirklich einfach jetzt südlich am Wasser entlang. Ich meine, hier sind ja Lichtungen. Wow, 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 wow. Oh, hört ihr das? Tada! Ein Mühlrad. Das soll eine Stelle markieren. Irgendwo gibt's hier was meistens dann. Aber wo? Es kann doch sein, dass man die Schatzkarte dafür braucht und da wird dann gesagt, vom Klackern 20 Meter Richtung Osten und sowas. Okay, dann ist es eins von diesen Dingern. Was gut ist, wenn wir uns am Fluss halten, dann kommen wir, glaube ich, direkt an einer der Mühlen raus. Und da müssen wir nur den Weg bei uns entlang nehmen. Und dann sind wir wieder daheim. Oh, gefährlich, gefährlich. Das müsste nämlich diese Mühle sein, bei der wir schon mal waren. Oder die andere. Ich komme hier nicht raus. Nein! Okay. Dichtes Gestrüpp, so ein Gelumpe hier. Dann halt auf dem Weg. Ah, das ist die andere Mühle. Okay, wir waren bei der hier. Über den großen Fluss kommt man nicht ohne weiteres rüber. Ich glaube, man kann rüber schwimmen. Aber das dauert. Obwohl, oder konnte Heinrich nicht schwimmen? Wie war denn das? Ja. 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 Unfallort. Darf mich nicht wieder von den Banditen hier reinlegen lassen. Oha. Oder selber gegen den Zaun rennen.
Das müssen wir alles nochmal im Detail abgehen. Ja. Richtung Osten. Nee, das ist falsch. Richtung Osten. Wir müssen hier rüber. Das ist der Weg. Der Weg zum Glück. Mal gucken, ob die beiden Banditen, die wir neu hatten, noch da sind. Ich meine, die haben uns immerhin 60 Gold gebracht. Aber scheinen diesmal nicht hier zu sein. Sehr gut. Haben sie sich an unsere Abmachung gehalten und haben sich verpieselt. Na gut, ich würde sagen, ich reite noch ein bisschen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.